Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Es geht langsam, aber sicher dem Ende entgegen, glaube ich. Aber bevor wir hier nach Europa kommen und den Pandora-Palast in Monaco stürmen, werden wir erstmal noch hier unsere Basis in Mittelamerika verteidigen, denn die wird in 5 Stunden angegriffen. Ich würde sagen, wir machen hier eine Sache noch. Wir haben hier nämlich noch einen Stufenaufstieg von Hafo. Den machen wir noch vorher. Todesmarkierung. Explosionsstoß. Genauigkeitsbonus von 20% nochmal. Ich glaube, ich gönne ihm den hier. Und einen Stärkepunkt on top. Und jetzt lassen wir es laufen. Hier sind wir wieder angekommen. Tiamat 5. Sollen sich ausruhen. Hier hat es ja Coxner ganz schön erwischt gehabt in diesem Nest. Es war so knapp, so hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Machen wir den Tiamat, den können wir ja eigentlich auch wegbewegen. Ne? Wisst ihr was? Den bringen wir schon mal hier rüber. Und dann machen wir uns bereit für die Verteidigung. Da wären wir. Und dann verteidigen wir mal unsere Einrichtung. Der Feind muss auf jeden Fall wieder hier durch dieses Tor kommen. Und was haben wir hier direkt stehen? Einen Schläger. Okay. Wir haben im Übrigen nicht nur die 7 Mann dabei, die ich geschickt habe, sondern hier war auch noch, hier war der Gudut in dieser Basis. Den bringen wir mal hier hin. So, und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Commander Fox. Schnelles Zielen. Oh. Okay, wir gehen da vorne ran. Dann machen wir den Schuss halt so. So, Sensorkopf. Regenerationsarm, Blutsaugerarm. Kopf und Arm. So, jetzt, weil wir uns bewegen mussten, reicht es natürlich jetzt nicht für. Aber wir könnten ihn mit der Pistole. Ah, das ging auf die Waffe. Dann machen wir einen Overwatch. Den kriegen wir jetzt schon noch, den Burschen. Kriegen wir das Geschütz. So, Geschütz. Say hello to my little friend. Was ist da hinten noch aufgegangen? Ah ja, okay. Und dann gehen wir. Dann gehen wir um die Ecke, ne? Weil schießen und was können wir jetzt eh nicht mehr. Gehen wir hier hin. Wir haben hier hinten noch Catweasel. Mit der Pumpgun. Vielleicht können wir ihm da den finalen Schuss. Oder wir haben. Ne, die. Der nächste Arm noch deaktiviert und dann gehen wir da hinten in die Deckung. Wie viel hat er denn? 30 Bluten, 56 hat er noch. Okay, hier hinten haben wir mit Hafo noch einen Scharfschütze. Der aber so weit weg steht, dass ich ihn jetzt erstmal nicht zum Einsatz bringen kann. Na gut. Für die nächste Runde. Der Lord. Oh Gott, ist natürlich alles. Here I come. Das ist natürlich alles keine Präzisionswaffen hier, aber. Passt. Hell-2-Kanone. Nach wie vor eine meiner Lieblingswaffen. So, dann bringen wir Hager an die Front.
Und Captain Cucumber fehlt mir noch. Ein Sirenenhetzer. Und hier kommt wieder so ein Mistvieh aus dem Boden. Hier hinten ist Captain Cucumber. Bringen wir erstmal hier hin. Und lassen die Gegner kommen. Oh, ein Killer. Aber das war gleich eine volle Bewegung. Mal gucken, ob wir den erwischen. Eine Plage Champion. Pistolenschuss. Und ein kleiner Mindfragger. Ich hoffe, der kann den. Nee. Dann kann der nichts machen. Und da kommt der Umbra. Ui, der. Wow, wie weit kann der denn? Echt so? 75 Schaden. Ich hoffe, das war's jetzt für ihn. Das war's. Na gut, da hat Pandora noch mal ganz schön was vorbeigeschickt. Mindfragger? Nö, wir knallen hier mal durch, können vielleicht zwei treffen. Ja, tun wir. Oh, da kommt auch wieder so ein Vieh raus. Das ist ja... So. Ach, jetzt habe ich gerade Black Butterfly mit Dings verwechselt. Ja. My turn. Wie sieht's aus? This weapon must be inaccurate. Schade. Auf die Distanz vorhin hat er getroffen und den trifft jetzt nicht. Aber jetzt setzen wir die Rakete noch ein. Ich hoffe, die fliegt schön durch das Tor und ich sehe nichts. Okay. Das war jetzt ganz gut vom Schadensoutput her. Commander Fox. Einmal und nochmal. Dann ist er ja schon fast weg wieder. Das hat ja den zweiten Mindfragger erwischt. Das hat den Typ erwischt, der hier noch stand, oder? Und dann hat's hier den Scharfschützen verwundet, die Rakete, ne? War ein bisschen doof, dass man da hat man wenig davon gesehen. Wir machen hier auch mal schnelles Zielen. Mit Hafo, denn ich glaube, wir nehmen als erstes ihn. Und dann nehmen wir noch mal schnelles Zielen. Ready to fire. Na gut, das hat nicht geklappt. Bam, badam, bam, bam. Let's show 'em what we can do. Ich. Der kommt halt hier rein, ne?
Catweasel. Schauen wir mal. Zug beenden. Na, das ist der unsichtbare Scharfschütze, der... Ach, der denn? Ah, haben wir dem die Arme? Ich glaube, dem haben wir die Arme kaputt gemacht. Und deswegen rennt er zum Ausgang. Jawohl, 410. Ja, hervorragend. Den haben wir direkt erwischt. Ein Overwatch haben wir noch, oder? Oh oh. Mist. Hä? Was ist denn hier passiert? Wieso hat es denn eben selbst erwischt? Hat eine Animation gefehlt? Hat da irgendwer irgendwas zurückgeschossen? Nachdem er die Granate geworfen hat? Wahrscheinlich, ne? Und jetzt kommt der Hetzer noch. Und macht den Schrei. Okay, der nimmt... Es ist keine Gedankenkontrolle, der hat uns jetzt nur... Punkte genommen. Jetzt ist hier Säureschaden drauf, aber das ist doch jetzt alles... überschaubar. Wir sind dran. Tja, Watcher. What's our move? Catweasel. Ja, das sieht gut aus. Commander, wir machen mal schnelles Zielen. Taking aim. Machen noch mal schnelles Zielen und nehmen das weg. Dann nehmen wir Hager. Töten ihn. Wir nehmen Afo. Für den hier. Wunderbar. Was haben wir denn das? Was fehlt jetzt noch? Oder wer hat denn überhaupt was abgekriegt? Black Butterfly hat was abgekriegt, ne? Und Catweasel hat was abbekommen. Okay. Black Butterfly kann sich selbst heilen und Catweasel heilen. Ach, Catweasel hat ja schon zweimal geschossen. Ach, shit. Das war jetzt dann, okay, dann noch was anderes. Dann machen wir das. Und dann töten wir den hier noch. Und...
Ach, technisches Heilen kostet 2. Ach, das ist. Genau, das ist über einen Perk, ne? Dass das nur noch 1 kostet. Und den Perk hat er noch nicht. Schauen wir mal, was jetzt überhaupt noch da ist. Ob es bloß noch der ist? Der haut jetzt nämlich ab. Ach, guck mal, ein Mindfraggerchen kommt noch. Süß. Und ein Verderber-Champion. Wo war der denn die ganze Zeit? Ach, das Geschütz schießt quasi selbstständig und hat gut getroffen. Dann hau rein. Hämmern. So, jetzt aber. Ach, jetzt kann er in der Runde kann er nicht heilen, ne? Ja. In der Runde kann er nicht heilen. Dann bist du jetzt der Letzte. Das Letzte. Wir gehen mal hier hinten um die Ecke und erwarten den Feind. Edwesel nebendran. Machen wir hier einfach mal ein bisschen Overwatch-Spielerei. Overwatching. Und HFO. Ach, shit, jetzt habe ich ein. Na, das war jetzt doof. Ich glaube, jetzt steht Lotferum im Weg. Ja. Das war nix. Und dann können wir uns auch gleich hier rüber bewegen für die nächste Runde. Und wir beenden den Zug. Der ist jetzt verblutet. Wir haben nämlich 3 Körperteile schon irgendwie gefehlt. Und 125. Der macht auch nicht viel. Ich vermute, das ist. Nein. Hatte vermutet, das ist der letzte. Ist es aber nicht. Schießt uns hier aufs Gewehr. 10 Schaden. Das ist das Betäubungsgewehr, was er hat. So. Jetzt aber endlich, ne? Technisches Heilen einmal und technisches Heilen ein zweites Mal an sich selbst. Ach, das ist zu hier. Ach. Okay. Ich dachte, das ist eine Plattform und ich kann da hinten runterschießen, aber das ist okay, es ist zu. Ja, dann. Ja. Was, dann warten wir hier halt, ne? Was, wenn. Ich meine, die wollen doch was von uns. Die wollen doch hier in unsere Basis. Die beiden Scharfschützen. Und da ist er. Zack. Und der zweite. Da kommt er. Das ist eine feige Ratte. Wollen wir da mit Helga ran? Ja, wir machen den Adrenalinschub. Dann kommen wir hier ran und können mit dem einen Aktionspunkt noch schlagen. Und das war's. Gut. Mittelamerika verteidigt. Commander Fox, 130 Erfahrenspunkte. Damit
Ist er der Letzte, der Stufe 7 erreicht hat in diesem Trupp? Endlich. Los, zurück zum Geoscape. Gut, ein bisschen Beute. Nichts Besonderes. Wir reparieren. Und, tja. Dann bleiben wir hier erstmal. Und ich würde sagen, wir haben hier einen Angriff auf die Zuflucht. Was haben wir denn hier? Die Jünger von Anuba, wer greift denn hier an? Ist das tatsächlich ein pandoranischer Angriff? Das sieht mir fast so aus, denn mit den Jüngern ist noch niemand endgültig im Krieg. Also, das ist ein pandoranischer Angriff. Ach, die Vergessenen, da steht's ja. Die Vergessenen greifen an, die gibt's auch noch. Okay. Dann schicken wir den Trupp, den wir da gerade im Einsatz hatten. Auf geht's. Helfen wir den Jüngern von Anu. Und an der Stelle machen wir dann morgen weiter. 23 Stunden für die Forschung Befreiung. Hier ist noch eine Pandora. Hier ist eine Zitadelle jetzt noch aufgegangen. Schau an, schau an. Hier oben haben wir einen Manticore, aber eine Zitadelle mit Sophia Brown, Pepper, Black Mask, Tobai, Markus und Diana. Mr. Was? Die gehen hier hin. Und die hier, die sieben, machen die Zitadelle. Gut. Okay, also alles eingestellt, soweit. Morgen geht's weiter. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.